Wie fühlt sich ein wundervoller Tag an? Vorschlag. Notiere deine spannendsten, anregendsten, tollsten, wirkungsvollsten Aphorismen und Sprüche, die dich wirklich bewegen. Und dann schnapp dir dein Handy und mache Tonaufnahmen. Und setze dir diese Aphorismen, diese Sprüche als Wecker zu gewissen Zeiten. So kannst du zum Beispiel morgens aufstehen mit dem richtigen Spruch für den Tag. Also kannst du zum Beispiel dir selbst einen wundervollen Tag wünschen oder auch noch mitten im Schlaf dich erinnern, die Träume mit in den Tag zu nehmen. Also dich erinnern an deine Träume. Idealerweise führen wir natürlich auch Traumtagebuch und notieren das dann auch direkt, aber da wir oft denken, wir würden nicht träumen, uns nur nicht daran erinnern, macht es natürlich Sinn, diese vielleicht durch gezielte, passende Sprüche mit in den Tag zu nehmen. Du kannst dir aber auch dich selbst für ein paar Tage, Wochen oder Monate mit einem ganz speziellen Thema auseinandersetzen. Eine ganz spezielle Programmierung, die nur für dich so richtig funktioniert, als einen Spruch auf dein Handy setzen und dich per Wecker zu ganz gewissen Zeiten, wo du auch noch ganz bei dir bist und in einem geschützten Raum dich daran erinnern und dir selbst diese Sprüche zyklisch senden und durch diese Wiederholungen Tag für Tag immer wieder daran erinnern. Ich nenne das Aphorismenwecker, weil es weit übergreifend genutzt werden kann. Nicht nur für die Persönlichkeitsentwicklung, sondern einfach auch als mehr als nur Kalendersprüche für den Tag sozusagen, für einen selbst ganz persönlich und sehr wirkungsvoll.